Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zum Dragon Friday. Ja, hinter mir wartet die schattige Oase auf uns. Das müsste theoretisch das letzte Level in der Herbst oder im Herbstland sein. Im letzten Part haben wir uns um die wo ist denn das? Um den Wüstenpal. Warte, was hatten wir im letzten Part gemacht? Doch, da hatten wir uns doch um den. Nee, wo ist denn das? Talisman. Hier. Um die Magma-Welt gekümmert. Beziehungsweise bei den Vulkanen, bei der Vulkangötze. Da haben wir den Magma-Kegel bekommen. Nee, gar nicht wahr. Magma-Kegel heißt es und die Vulkangötze, so heißt der Talisman, haben wir bekommen. Ich habe die Kristallgeysire offscreen einmal oder den zweiten Teil habe ich offscreen gemacht. Habe auch nicht lange dafür gebraucht. Vielleicht, lass mich lügen, vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten. Dann hatte ich das auch soweit fertig. Okay, ich will nicht lang labern. Auf in die Schattenoase. Eigentlich, ich bin mal gespannt, eigentlich müssten wir ja 14 Level haben. Aber schauen wir mal. War es ein Dieb? Ja, das ist ein Dieb! Und er klaut leckere Äpfel. Ach, die Diebe, ja, die kenne ich auch noch. Das sind, glaube ich, Hippos, ne? So, schauen wir erstmal. Handbuch. 400 Edelsteine, ein Talisman und zwei grüne Kügelchen. Okay. Okay, lieber Hippo. Spyro, wie gut, dass du da bist. Ich wollte eine Beere aus diesem magischen Beerenstrauch holen, aber ich bin zu schwach. Wenn du in den Strauch stürmst oder ihn entflammst, fällt eine leckere Beere raus. Da ist aber noch ein. Da sind noch welche drin. Kann ich die essen? Hm, anscheinend nicht. Okay. Okay, hier haben wir alles. Auf Wiedersehen. Oh, Sparks, guck mal, es gibt schön lecker V für dich. Ich glaube, ich habe schon mal auch V probiert. Das gab es, glaube ich, mal 14, 15, das gab es da irgendwie zu Weihnachten. Und es war eigentlich, ja, zumindest soweit ich mich erinnere, ganz in Ordnung. Aber der arme V, V sind eigentlich sehr, sehr schöne Wesen oder sehr, sehr schöne Vögel. Auf Wiedersehen. Nach da oben. Das habe ich gar nicht probiert. Als ob ich hier nicht raufkomme, das ist sowas wieder von lächerlich. Ich muss was probieren. Ah, das backt ein bisschen rum. Nee, geht nicht. Okay, schade, dass das geht irgendwie, aber gehen wir erstmal hier lang. Folgen wir einfach mal dem Hippo. Auf Wiedersehen. Abendessen. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal nach unten, bevor wir da weitergehen. Holen wir uns die hier erstmal am Rand. Haben wir hier einen Edelstein? Nein.
Schenken wir das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Haben wir hier noch Edelsteine drauf? Ja, hier sind noch Edelsteine. Da oben sind ja auch welche. Wie komme ich da denn rauf? Nee, das reicht nicht ganz, okay? Gehen wir zurück. Wings lang hier. Aber was wir mal probieren können. Hops, 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 hops. Ah, nee, das schaffen wir nicht. Aber wir kommen da, glaube ich, doch eh gleich hin, oder? Ja, das sollte passen. Als ob das nicht gepasst hat. Das ist so lächerlich schon wieder. Einmal versuche ich es noch. Doch, hier sollte es klappen. Ja. Ja, danke dafür. Als ob ich da nicht rüberkomme, das ist so lächerlich. Ja gut, dann gehen wir halt geradeaus. Wenn das Spiel sagt, nein, ist nicht, dann ist es auch nicht. Alles klar. Ja. Okay, hier können wir da lang. Okay, aber hier kommen wir, glaube ich, her. Okay. Von hier aus schaffen wir das doch wieder nicht, oder? Nein, da wollte. Das wollte ich nicht. Ich wollte gerade ausfliegen. Ja, es hat funktioniert! Das hier. Ah, ich glaube, hier lernen wir diesen Kopfstoß. Kann das sein? Ist im Ruder unten. So. Wahrscheinlich nicht wieder in diesem Wasser sein, ne? Oder? Nein, okay. Spyro, meine Brüder sind in Stein eingeschlossen. Ich fürchte, du musst eine Art Kopfstoß erlernen, um uns zu helfen. Hm. Das muss ich denn wirklich wohl? Gehen wir aber erstmal zurück.
haben wir noch einen Dude. Krieg ich den? Ah, muss ich jetzt nach oben. Aber ich kann ja schon mal alle Edelsteine einsammeln. Angst, dass ich irgendwelche Edelsteine übersehe. Ich weiß, wohin waren da, oder eben waren da gerade auch noch Vasen, da komme ich aber noch nicht wirklich hin. Da muss ich erst dieses Power-Tor aktivieren. Also so eine Super-Äpfel will ich auch haben. Obwohl, die machen einen dicker, ne? Aber egal, wenn man so stark dann ist. Das ist wieder Superpilz in Mario. Oh, 4000 Edelsteine. Yay. Eigentlich machen die das ja nur, um Weibchen, glaube ich, anzulocken, oder? Und natürlich auch, um sich zu verteidigen, aber... Suchst du ein Weibchen? Du siehst eher aus wie ein Weibchen. Okay, so kommt man hier auch anscheinend hin. Jo, was ist das denn hier? Alles klar. Keine Ahnung, wofür ich die brauche, aber okay. Ein paar Edelsteine. Ah doch, ich weiß, wofür ich die brauche, um nach da oben zu kommen. Ne? Ja, okay. Haben wir hier noch irgendwo Edelsteinchen? Sieht nicht danach aus, okay? Nee, das sind die Edelsteine. Danke, dass du mir hilfst. Jetzt können wir immer Beeren essen. Hier, ein Geschenk von uns plus Beeren. Okay, das ist anscheinend der nächste Talisman. Schön. Was ist mit dir? Spyro, drei Diebe haben unsere magischen Messinglampen gestohlen. Bitte hol die Lampen zurück, bevor sie sie von der schattigen Oase wegschaffen. Aha, ich kenne das ja irgendwoher. Ist klar. Holen wir uns erstmal hier. Ein paar Edelsteine, aber. Obwohl, so viele fehlen gar nicht mehr. Okay. Mich hier nochmal zumindest oben umschauen. Das sieht fast aus, als wenn das alles ist.
Wo war denn der Anfang? Ja. So, wie viele fehlen? 48. Ja. 52 fehlen noch. Super. Wie kriege ich den Dude denn da? Ich habe eine Idee. Boah, sind die schnell? Alter, sind die schnell. Das ist unfair. Gehen wir erstmal nach oben. Die holen wir uns gleich. Kann man nicht auch von hier? Doch. Von hier kann man doch. Oh, dahin! Nein! Das ist ja lächerlich. Von hier kam man hin, oder? Ja gut, wenn du mir so in die Arme läufst, dann hast du Pech gehabt. Na, warte mal, ich habe eine Idee. Vielleicht kriege ich die auch damit. Ja, der Idiot läuft die ganze Zeit. Muss ich nur richtig timen. Ja, moin. Okay, dass das so einfach ist. Ist ein Zehner, ist auch ein Zehner. Okay, das ist da. Ich glaube, hier können wir noch nicht alles holen. So sicher bin ich mir aber auch nicht. Okay, du bist am Anfang. Müsste das sein? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Ich glaube nämlich, dass das am Anfang ist. Warte. Ja, perfekt. Ach, 20 Stück fehlen. Ich vermute, die 20 sind da halt da in der Mitte. Boah Gott, das war knapp. Da brauchen wir erst den Kopfstoß und den haben wir noch nicht. Das kriegen wir, glaube ich, erst in der nächsten Welt. Wir können den einen Dude noch killen. Da vorne.
So einfach geht das. Danke, dass du die magischen Lampen zurückgebracht hast. Hier, eine Kugel. Die habe ich von einer Fee. Aber sie leuchtet nicht so. Ja, ich denke, man kann die Diebe auch so jagen, aber das ist schwer. Da macht man sich nur unnötig Arbeit. Vielleicht ist es auch so gewollt, ich weiß es nicht. Aber... So, eins wollte ich jetzt nochmal kurz schauen. Und zwar hier. So, was hast du zu sagen? Spyro, meine Brüder sind in Stein eingeschlossen. Ich fürchte, du musst eine Art Kopfstoß erlernen, um uns zu helfen. Deine Brüder sind in Stein eingeschlossen. Hier, oder was? Ja, ich vermute es mal. Mal gut, ich würde sagen, dann können wir noch einmal eine Strecke machen. Dann haben wir hier soweit alles, was wir holen können zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist, glaube ich, unser siebter oder achter Talisman, ne? Aber angeblich sollen es ja 14 sein. Uns fehlen auch noch voll viele Edelsteine, aber... Vielleicht habe ich ein Gebiet übersehen, ich weiß es nicht. Aber ich mache alles... Gut gemacht, Spyro. Step, okay. Nun, da du alle 14 Talismane besitzt, kann dein Handbuch das Schloss öffnen und du kannst gegen Galb kämpfen. Okay, anscheinend ist es so... dass die anderen Talismane auch mitgerechnet werden. Okay, macht ja Sinn. Vielleicht später. Okay, komm wieder, wenn du bereit bist. Ich wollte nämlich... Ich wollte nämlich noch ein Rennen machen. Hier sollte es sein. Die Eisstrecke. Hoffentlich nicht fliegen. Schlittern ist in Ordnung. Und rein da. Ich weiß noch nicht mal, wo ich anfangen soll. So, ja. Das kann ich einfach. Hallo. Okay. Okay, da sind vier und am Ende sind auch noch vier. Okay. Was muss denn? Okay. Ich muss mir erstmal eine Orientierung verschaffen. Denk mal, ich soll diese Dinger als erstes holen. Muss ich hier irgendwas bei denen machen? Oh, die muss ich auch holen, okay. Skala Schlangen. Skater und Schlangenbogen Schneemobile. Okay, neuer Versuch. Diesmal fangen wir hier an. Wiedersehen. Auf nach unten. Oh nein, 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 oh Gott, war das knapp. Oh Gott, oh Gott, oh mein Gott, hier geht's lang. Wo ist der nächste? Da vorne. Oder?
Ja, als ob ich dich nicht erwischt habe, ist klar. Fangen wir hier wieder an. Eins, zwei, drei und vier. Oh Gott. Jawohl. Das war gut. Oh Gott. Das ist gar nicht einfach, auch umzulenken. Ups. Da sind zwei Skater. Wahnsinn. Wiedersehen. Wiedersehen. Oh Gott. Wiedersehen. Verdammt. Ich habe meinen Skater wieder übersehen. Das ist nicht einfach, diese Viecher. Oh mein Gott. Ja, Isla. Bleib stehen, Spyro! Oh Gott. Okay, was brauche ich jetzt? Jetzt brauche ich noch die anderen vier. Aber wo sind diese? Wo sind die? Ich weiß es nämlich. Ich habe nämlich keinen Plan. Na gut, aber sonst war es in Ordnung. Aber wo sollen dann die Gleiter noch sein? Keine Ahnung. Wir machen mal einen neuen Versuch. Ich will mal schauen, wo die sind. Das andere war okay. Aber mir fehlen vier Gleiter. Ah, okay. Ja. Alles klar. Dann weiß ich warum. Neuer Versuch. Ich habe mich schon gewundert, wo die sind. Das haben die Entwickler fies gemacht. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Aber ist ja auch eigentlich logisch, ne? Aber. Den habe ich nicht erwischt. Nicht so schlimm. Kommen wir die erstmal hier weg. Hier ist nämlich noch ein Dude. Und eine Seeschlange fehlt mir da vorne noch. Dann haben wir es. Also man kriegt das sogar wirklich theoretisch hin, wenn man nur 30 Sekunden noch Zeit, also nur 30 Sekunden noch Zeit hat. Ja? Deswegen noch einmal kurz schauen. Ein Dude müssen wir noch finden, wo wir dann die Aufgabe machen können. Also das Zeitrennen war relativ entspannt, muss ich sagen. So, aber... Ah, okay. Warte mal. Ich dachte, vielleicht kann ich da tauchen, aber nein. Ich will zumindest nochmal den Dude finden und dann euch eigentlich zeigen, aber zur Not muss ich es mal wieder offscreen machen. So. Irgendwo mussten... NPC sein. Der versteckt sich mal wieder irgendwo. Okay, höher komme ich nicht. Was ist denn hier? C
hier oben was? Nein, okay. Gehen wir weiter. Ich glaube, ich sehe was. Schauen wir mal hier nach, bei dem Turm. Der sieht auffällig aus. Komm, lande! Oh mein Gott. Ist gar nicht so, einfach zu landen. Ich dachte, hier wäre vielleicht was, aber... Da hinten glitzert was. Nee, das ist nur die Sonne. Vielleicht irgendwo eine Eishöhle oder so? Das könnte nämlich auch gut sein. Nicht. Meistens sind die Dudes immer richtig fies versteckt. Und so weit nach oben komme ich nicht. Wenn er oben versteckt ist, dann wenn irgendwo hier. Was ist das denn da oben? War ich hier schon? Was anderes kann ich ja mit meiner Höhe nicht erreichen. Oder? Ich schau noch einmal, aber... Nee, okay, dann werde ich mich darum aufscreen kümmern. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Dragon Friday wieder. Bis dann!